Hallo liebe Kinder, ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr euch euren eigenen Vulkan bauen könnt. Dazu braucht ihr Wasser, Essig, Dixo, zwei Gläser, einen Teller, Backpulver, Lebensmittelfarbe, Alufolie, eine Schere und einen Löffel. Als erstes nehmt ihr das Glas und stellt es auf den Teller drauf. Und zur Sicherheit kleben wir das Glas mit zwei Streifen Dixo fest, dass es uns nicht verrutscht. So, sehr gut. Dann nehmt ihr die Alufolie, rollt sie aus und gebt sie so rundherum unter den Teller, drückt die Seiten auch noch etwas ein. Gut. Wir machen das zweimal. Ja, genau. Wieder drüber, unter den Teller und zumachen. Jetzt haben wir da schon so einen super kleinen Hügel. Stellen wir gut fest. Jetzt nehmen wir die Schere und machen in der Mitte vom Glas ein kleines Loch hinein. Und jetzt schneiden wir ein Kreuz hinein. So. Und so. Und die Ecken geben wir in das Glas hinein. Wir nehmen nochmal Dixo und kleben die Ecken im Glas fest. Nicht, dass die irgendwie aufstehen. So. Die kleben wir da auch noch fest. Sehr gut. Jetzt kommt das Backpulver hinein. Am besten gleich zwei Säcke Backpulver. So, der zweite Sack. Na, da mag nicht alles raus. Das muss man aufmachen. Und hinein damit. Gut. Unser Vulkan ist mal fertig. Aber jetzt brauchen wir was, damit er gut ausbrechen kann. Wir nehmen das Glas. Geben die Lebensmittelfarbe hinein. Ich habe mir da so ein tolles Rot ausgeschaut, was ausschaut wie Lava. Ein bisschen Wasser. So. Das vermischen wir mal. Und jetzt, ganz wichtig, kommt Essig hinein. Gut. So, hier gehen wir die Schere und den Löffel wieder weg. Und jetzt schauen wir, was passiert, wenn ich das mische, da hineinleere. Er bricht aus!